Oh, Stolas! Wie läuft's da? Und trotzdem, am Ende des Tages weiß ich eh, dass du Arsch nur Chupa Chups frisst! Blitz, du hast Chupa Chups? Oh, das ging zu weit. Nein, warte, die sind nicht so schlecht. Okay, vielleicht hätte ich nicht Chupa Chups sagen sollen. Wie wär's, wenn ich über seinen Sound lernen würde? Hast du meine Nachrichten bekommen, wo ich gesagt habe, wie sehr ich deine Süßigkeiten mag? Ja, du hast nicht ein kleines Detail ausgelassen, wie toll grüner Apfelgeschmack ist. Komm schon, Stoll, das ist immer noch die alte Leier. Der Punkt ist, es ist gut. Blitz, du hast mir deutlich gesagt, dass grüner Apfel jedem Süßigkeitengeschmack überlegen ist. Und ich wollte es nicht hören. Aber ja, ich habe deine Nachrichten bekommen. Ja, grüner Apfel ist halt der beste Geschmack von allen. Aber letzte Nacht hast du mir all deine Lieblingsgeschmäcker offengelegt. Ach komm schon, Stolas. Ich mag halt, was ich mag. Oh ja, es ist sehr deutlich, dass du den schlimmsten Geschmack magst, der je erfunden wurde. Also friss deine Scheißsüßigkeiten, während ich meine scheiß Chupa Chups fresse, wie du sagst. Okay, ich gebe zu, ich habe eine Grenze überschritten, aber die sind nicht so schlecht. Oh, schau ihn dir an. Der liebt diesen Blick, das muss Bringt klappen. Bringt diese Schlampe ernst auf diesen Blick jetzt? Ich riech doch den grünen Apfel. Ich hab's in der Tasche. Ich will ihn in den Fluss werfen. Du machst es nur noch schlimmer. Ich habe bereits eine Einladung für diese Ich-mag-grüne-Apfel-Party, wo alle dich hassen wegen deines furchtbaren Geschmacks. Warum nehmen das alle bloß für zu voll? Ihr habt doch keinen Geschmack. Verossica! Okay, das geht zu weit. Ich sagte es dir, niemand mag diesen doofen grünen Apfelgeschmack, aber du bestehst ja. Ihr seid nur eifersüchtig, weil ich diese eigenblöderischen Süßigkeiten mag. Es schmeckt scheiße. Hast du es versucht? Nein, aber ich muss es nicht probieren, weil ich weiß, dass es scheußlich schmeckt. Ich weiß, dass es scheußlich schmeckt. Lass den Scheiß, versuch's, bevor du es verurteilst, Dolas. Na, vielleicht werde ich das. Hast du die roten Ringpops versucht? Nein, aber du weißt, dass probier's es... Probier's einfach. Was? Wenn du es kritisierst, dann probier's wenigstens. Das müsste ich nicht, wenn du nicht meinen Geschmack grundlos scheiße finden würdest, Dolas. Herr, ich verurteile dich nicht nach deinem Geschmack. Das war, bevor ich wusste, dass dein Geschmack scheiße ist. Sorry, dass ich keinen typischen Geschmack habe. Oh, das ist es gar nicht. Es geht darum, dass du eine gesamte Marke mit Geschmacksrichtung gedisst hast, was nicht mal einen Bezug zu unserer Unterhaltung hatte. Okay, weißt du, das ging zu weit. Ja, aber wenigstens habe ich da gestoppt und nicht mit Haribos weitergemacht. Haribo? Ja, ich hasse... Oh nein. Oh nein. Und? Du hast auch die Haribos? Ein bisschen. Die Eule war zu verstört, um was zu sagen. Schau mal, Blitz. Tut mir leid, ich werde grüne Apfel versuchen, aber du hättest mir wenigstens sagen können, dass diese Süßigkeiten nicht deine Lieblinge sind, obwohl ich sie dir seit Monaten schenke. Weißt du, Stolas, mir tut's auch leid. Dass du immer noch so denkst, dass Rot überlegen ist! Willst du es überhaupt probieren? Was? Glaubst du, ich habe Angst davor? Glaubst du, ich fürchte mich davor, eine neue Süßigkeitenmarke zu mögen, um meine Meinung mit Leuten zu teilen, die ich mag, nur damit die mir dann den Rücken auf Twitter zukehren, nur weil ich mag, was ihnen nicht gefällt? Ja.